Guten Tag, Herr Hopf. Ja, guten Tag, Herr Wittmann. Herr Hopf, Sie sind analytischer Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut. Sie waren therapeutischer Leiter im Therapiezentrum Osterhof in Baiersbronn. Sie haben in einer eigenen Praxis gearbeitet. Sie sind ferner Dozent und Kontrollanalytiker am Psychoanalytischen Institut in Stuttgart und Würzburg. Sie sind auch Träger des Diotima Ehrenpreis der deutschen Psychotherapeutenschaft, die Sie für Ihr Lebenswerk bekommen haben. Wenn Psychotherapeuten Aufsätze und Bücher verfassen, Sie haben jetzt gerade ein Buch bei Klett Cotta veröffentlicht mit dem Titel Abgründe, dann illustrieren diese Psychotherapeuten ihre Überlegungen oft mit Fallbeispielen, sogenannten Vignetten. Aber Sie berichten in Ihrem Buch über 22 Fälle, die Ihr Berufsleben in besonderer Weise geprägt haben. Nach welchen Kriterien haben Sie die Fälle in diesem Buch ausgesucht? Ich habe in meinem Leben bestimmt fast 1000 Fälle behandelt, also ambulant behandelt, in meiner Zeit im Heim natürlich noch viele mehr. Viele Fälle waren eigentlich für mich leicht und unbeschwert, aber bei anderen habe ich gemerkt, sie bereiten mir Schwierigkeiten. Ich kann vielleicht nicht angemessen helfen. Ich mache mich schuldig. Es sind Schicksalsschläge, mit denen man nicht umgehen kann. Und so haben sich einige meiner behandelten Kinder in mir eingegraben, in der Erinnerung, und sind im Alter jetzt nochmal bei mir aufgetaucht, manches als Unerledigtes. Und darüber habe ich dann geschrieben, ich muss sagen, mit im Dialog auch mit dem Lektor des Klett-Cotta Verlags. Hans Bayer. Herrn Bayer. Wenn Psychotherapeuten Aufsätze und Bücher verfassen, pardon, ich schneide, liest man ihre Geschichten, erfahren wir von bewegenden Schicksalen, Kinder, die plötzlich sofort Hilfe brauchen, weil alle Dämme gebrochen waren und unverzüglich zu ihrem Schutz gehandelt werden musste. Ein Jugendlicher, der in seiner Verzweiflung plötzlich vor ihnen eine Pistole zieht und sie bedroht. Und dann sind ja auch noch da die Eltern, die Alleinerziehenden. Und die brauchen manchmal noch dringender psychotherapeutische Hilfe. Ist das richtig? Wenn ich ein Kind behandle, muss ich sein Umfeld mit einbeziehen. Denn Kinder sind ja noch nicht so reif, über sich entscheiden zu können. Sie sind noch unabgelöst oder wir sagen auch an den Eltern gebunden. Diese Loslösung geschieht in verschiedenen Schritten. Sie beginnt im ersten Lebensjahr mit der sogenannten Fremdelphase. In den zweiten und dritten Lebensjahren bewegen sich Kinder von ihren Eltern weg, werden selbstständig, können laufen. Und die eigentliche Loslösung geschieht dann in der Adoleszenz, deren körperlicher Anteil Pubertät genannt wird. Jetzt muss sich ein junger Mensch von seinen Eltern innerlich lösen und ein autonomer, autarker Mensch werden. Das heißt, er muss es lernen, für sich selbst zu sorgen. Und was es oft kompliziert macht, dass Jungen an ihre Mutter intensiv gebunden sein können, Mädchen an ihren Vater gebunden sein können und das als, ja, ich sag mal, Erschwernis mit sich rumtragen, weil diese Bindung oft von beiden Seiten erfolgt. Und so gibt es dann junge Männer, die ihre Familie nicht, also ihre Ursprungsfamilie nicht verlassen können. Und darum muss man natürlich intensiv mit der Familie arbeiten. Wenn die Eltern getrennt sind, wird man überwiegend auch getrennt mit ihnen arbeiten. Aber immer ist das Ziel, zwischen diesen beiden Eltern eine Allianz zu erzeugen. Das heißt, sie müssen sich einig sein, sie haben ein gemeinsames Kind. Mögen sie jetzt ein getrenntes Leben führen, sie müssen sich einig sein über dieses Kind und dem Kind in seinen Schwierigkeiten helfen. Ist es manchmal sehr kompliziert, die Eltern in irgendeiner Form trotz der Trennung wieder zusammenzuführen? Das ist oft das Schwierigste überhaupt.
Und zwar muss man da oft in kleinen Schritten vorangehen. Wenn es denn, es kann ja schon heißen beispielsweise, dass die Mutter sagt, nein, der hat nichts mehr mit uns zu tun, der braucht nicht einbezogen werden. Dann würde ich sagen, das kann ich so nicht stehen lassen. Er ist der Vater dieses Kindes. Und dieses Kind ist zur Hälfte, hat zur Hälfte seine Eigenschaften und möchte mit ihm auch verbunden sein. Ich werde ihn einbeziehen müssen. Das ist schon mal der erste Kampf, dass ich das überhaupt dann darf. Und dann geht es eben weiter, Schritt für Schritt, dass man sich beiden Eltern so weit nähern kann, dass sie sehen, was wichtig für ihr Kind ist. Manchmal eine Mutter, die loslassen muss, ein Vater, der sich erst um seinen Sohn kümmern muss und sieht, wie sehr er seine Hilfe braucht. Denn Jungen und auch Mädchen, aber ich spreche jetzt mal vorwiegend von den Jungen, haben eine tiefe Vatersehnsucht. Ein amerikanischer Psychoanalytiker hat es sogar Vaterhunger genannt. Mhm. Und ein Kind braucht eben auch den Dritten, seinen Vater. Mhm. Und so ist die Arbeit mit den Eltern letztendlich auf der einen Seite die Arbeit von der Beziehung der Mutter zu ihrem Kind, des Vaters zum Kind. Aber das hängt ja wieder an ihren eigenen Lebensgeschichten und Vorgeschichten, die hier mit aufgearbeitet werden müssen. Insofern ist die Arbeit mit den Eltern für den Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut eine ganz zentrale Aufgabe. Anlässlich verschiedener Fälle erwähnen Sie ganz explizit die Regel der Abstinenz und das Problem der Übertragung jeder Art. Es ist das also unumgänglich, das Gleichgewicht zwischen Zuneigung, Empathie und Distanz zu wahren. Aber eine goldene Regel gegenüber den Patienten oder deren Fällen gibt es dabei aber nicht. Na, ich glaube, es ist eben bei jedem Patienten etwas anders. Abstinenz heißt einfach, ich halte mich zurück, ich handle nicht. Es spielt sich alles in der Fantasie des Patienten und in meiner Fantasie ab. Und dann wird sich in der Übertragung die Szene, wie damals, die zur Problematik geführt hat, darstellen. Mit diesen Beziehungen werde ich dann arbeiten in der Therapie. Abstinenz heißt also einfach nicht agieren, handeln, sondern ich halte mich zurück. Im sprachlichen Alltag versteht man unter Abstinenz oft sexuelle Abstinenz. Das ist natürlich etwas, was ganz besonders gilt, denn der Patient nähert sich mir ja auch, indem er mich zu seinem Vater oder zu seiner Mutter erklärt, zu denen durchaus zärtliche Beziehungen möglich sind. Und so würde sich ein 7-8-jähriges Kind ruckzuck auf meinen Schoß setzen. Und da setzt schon mal Abstinenz für den Therapeuten ein. Er würde dem Kind sagen, weißt du, das macht man mit seinem Vater. Mhm. Und ich würde das Kind vorsichtig herunterheben, um deutlich zu machen, die Realität ist, ich bin nicht dein Vater. Die Übertragungen sollen sich ja entwickeln, aber wir dürfen sie nicht als reale Beziehung sehen. Dem Patienten, und es ist schmerzlich, muss deutlich gemacht werden, dass es fantasierte Liebesbeziehungen oder fantasierte Hassbeziehungen sind. Herr Hopf, können Sie das Wort Übertragung im Rahmen der Psychotherapie etwas genauer erklären? Weil das kommt sehr oft vor. Nachdem ich Ihr Buch gelesen habe, habe ich hinterher ein anderes Buch gelesen von Frau Bawinski über Traumatherapie. Und da kommt auch das Wort Übertragung vor. Und das, in Ihrem Buch war das eine unheimlich gute Vorbereitung, nachdem ich das Buch gelesen habe. Gut, also ist es nicht, im Grunde nicht sehr schwer. Ich habe, nehmen wir mal an, zu meiner Mutter eine ganz besondere Beziehung zwischen Nähe und Distanz. Manchmal ist sie übermäßig lieb zu mir, manchmal stößt sie mich weg. Das verinnerliche ich, und wenn ich mit einer Therapie beginne,
als Kind, als Jugendlicher oder Erwachsene, entwickelt sich ganz rasch die gleiche Beziehung, die ich zu meiner Mutter hatte. Es wird also eine Beziehung, die längst zurückliegt, im Hier und Jetzt auf den Therapeuten übertragen. Reaktiviert sozusagen, nicht? Reaktiviert, ja. Und es wird einfach durch die Nähe reaktiviert. Der Patient kommt 2-3 Mal in der Woche eine Stunde. Das erzeugt natürlich eine unglaubliche Nähe und Vertrautheit, sodass solche Übertragungsbeziehungen einsetzen und die werden dann therapeutisch genutzt. Ich muss vielleicht noch eins dazu sagen. Und wenn es richtig läuft, habe ich eine Gegenübertragung. Ich empfinde etwas, was das Kind in mir auslöst. Und wenn ich gut geschult und mein Fach gut gelernt habe, verstehe ich das als Antwort auf die Beziehung des Kindes. Wenn ich also zum Beispiel jetzt auch eine intensive Nähe, eine Liebe zu dem Kind spüre, dann gehe ich davon aus, dass es eine heftige, positive, also gute Übertragung auf mich hat. Ich kann aber auch Ärger, Wut und alles andere spüren und merke dann negative Anteile des Kindes oder Jugendlichen. Und mit dem arbeiten wir. Also das sind so, das Unbewusste produziert Fantasien. Beim Kind ist es das Spiel. Und das wiederum nehme ich gleich schwebend, so sagen wir, auf in mich und dann arbeiten wir mit diesen Bereichen. Jetzt kommen wir zu 2 ganz wichtigen und interessanten Aspekten Ihres Buches. Der erste ist meine Beobachtung, die ich im Lesebericht geschrieben habe. Jedes Kapitel ist anders aufgebaut. Jeder Bericht stellt sich ganz auf die Nöte der Patienten ein. Manche Kapitel beginnen, so wie der Bericht über Zelda. Ich zitiere: Ich will vom Schicksal des türkischen Mädchens Zelda berichten. Andere Kapitelanfänge sind Teil eines Lehrbuchs. Wenn Sie schreiben, unser bewusstes Ich, so fängt ein Kapitel an, muss getrennt halten und vereinigen, was Außenwelt ist und was aus den Tiefen des Unbewussten rührt. Die Verknüpfung von Erinnerungen und therapeutischen Einsichten sind Ihnen in Ihrem Buch wohl sehr wichtig. Ja, also ich dachte, wenn ich schon über meine Erinnerungen schreibe, möchte ich das auch gut begründen. Für mich ist die Psychoanalyse, die wird heute sehr gescholten als überholt, da gibt es bessere Techniken. Für mich, ich schreibe das ja immer wieder, ist die Psychoanalyse etwas ganz Besonderes, was ich mit Leib und Leben betrieben habe. Und insofern habe ich versucht, alles, was ich erlebt habe, in diesen Geschichten auch zu verstehen und mittels psychoanalytischer Erkenntnisse zu erklären. Ich habe mich schon bemüht, immer mit der Geschichte anzufangen, aber manchmal musste ich eben auch vorbereiten. In der letzten, die Sie gerade erwähnt haben, dass wir Ich und Fantasie auseinanderhalten müssen, geht es ja um psychotische Einbrüche. Das heißt also, dass ich plötzlich überschwemmt werde von Fantasien und nicht mehr trennen kann, was ist die Wirklichkeit und was ist die Fantasie. Und das nennt man dann psychotisch. Manches von dem, was heute in der Welt alles fantasiert wird, geht in eine ähnliche Richtung. Wenn man Ihr Buch in die Hand nimmt, dann sieht man, es gibt 22 Kapitel mit besonderen Fällen, die Sie sehr bewegt haben. Aber ich habe in dem Buch noch was anderes entdeckt, was mich wiederum sehr bewegt hat. Ich rate in unserem Lesebericht den Lesern, Fachausdrücke in Ihrem Buch zu markieren, um dann nach der Lektüre Ihr Buch erneut durchzublättern. Dann haben Sie plötzlich statt Erinnerungen ein kleines, aber präzises Lehrbuch der Psychotherapie oder zumindest sein Register in der Hand, das Ihnen die Möglichkeiten für die psychotherapeutische Behandlung von Jugendlichen vorstellt. Übertreibe ich in Ihrem Sinne oder haben Sie bei der Auswahl der Fälle auch an eine Art Einführung in die Psychotherapie gedacht? Ja. Also ich habe mich sehr gefreut, als ich Ihren Bericht gelesen habe, dass Sie vor allem das gesehen haben. In den ersten Rezensionen und Berichten zu meinem Buch kommt überall: Man muss dieses Buch Ausbildungskandidaten lesen lassen. Es ist für die eine wirklich
gut lesbare Einführung in psychoanalytische Behandlung. Also das haben Sie völlig richtig gesehen und das war schon auch mein Hintergedanke. Ich habe deswegen auch, wenn ich Fälle ausgewählt habe, solche, die für mich so, ich sage jetzt mal, schicksalshaft sind, wie für die, wie die Essstörung für die Mädchen, der Mutismus bei den Mädchen und jetzt das Dissoziale, der Rocker bei den Jungen und die Bewegungsunruhe bei den Jungen. Das sind für mich zentrale Störungen der heutigen Zeit. Und das Mädchen, das sehen wir ja an, bei der Essstörung oder noch deutlicher beim selbstverletzenden Verhalten, will seinen Körper zerstören in der Adoleszenz. Und der Junge, der will das Außen zerstören. Der externalisiert, das heißt, der richtet seine ganze Aggression nach außen, während das Mädchen sie nach innen richtet. Ich habe natürlich bei der Auswahl der Geschichten nicht nur meine persönliche Verbindung damit im Auge, sondern ich wollte einige kennzeichnende, sehr charakteristische Krankheitsbilder für, jetzt sage ich mal, auch für Eltern und Erzieher darstellen, nicht nur für Therapeuten. Empathie und Menschenkenntnis. Was braucht ein angehender oder eine angehende Psychotherapeutin am vordringlichsten? Ja, also wir machen ja sogenannte Aufnahmegespräche, wenn sich ein Kandidat für die Psychoanalyse interessiert. Und ich habe immer gesagt, das Einzige, was mich hier interessiert, können Sie sich in eine Situation, in einen Menschen einfühlen. Meistens haben wir den Kandidaten aus seinem Leben berichten lassen, aus seiner Arbeit berichten lassen und gefragt, wie er das versteht. Und in der Regel interessieren sich ja auch wirklich nur Leute für psychotherapeutische Behandlungen, die Empathie haben. Es gibt Menschen, die ganz einfach, die haben keine. Das ist, hängt mit der Entwicklung im frühen Kindesalter zusammen. Und wenn die dann natürlich Diplom-Ingenieur werden, dann können sie bestmöglich arbeiten. Da braucht man vielleicht nicht ganz so viel Empathie, höchstens wenn er dann für Mitarbeiter zuständig ist. Ne? Aber ein Psychotherapeut, für den ist die Empathie das Wichtigste. Und die bietet ja auch den Ausgleich zur Abstinenz, weil sie das vorhin schon angesprochen hat. Das hält sich die Waage. Abstinenz ist keine klirrende Glasscheibe, sondern ist eine Haltung, aber die durch die Empathie. Und das habe ich im Buch auch geschildert. Ich habe manchmal Sachen gemacht, die waren nicht korrekt. Ne? Also wenn der mir seinen Haschisch sagt, wie kriegen wir das jetzt weg? Und ich versenke es mit dem Vater im Klo. Das ist durchaus nicht psychoanalytisch. Ne? Aber ich habe es gemacht. Das war ein Bankkaufmann. Wenn der erwischt worden wäre, der hätte 4, 5 Jahre gekriegt, weil er gedealt hat. Und also das wäre so ein Moment, wo ich sage, da muss ich auch empathisch handeln und über meine Abstinenz hinaus, allerdings unter Einbeziehung des Vaters. Der war der Verantwortliche. Ich möchte Ihnen eine Frage stellen, die ist vielleicht so simpel, aber die klingt gar nicht so simpel. Wenn ich Sie frage, wir betrachten die Summe Ihrer Fälle, haben Sie bei jedem dieser Fälle was dazugelernt? Allerdings muss ich auch sagen, im Nachhinein, wenn Sie die Fälle wieder Revue passieren lassen, das baut ja eins auf dem anderen auf. Ja. Dadurch haben Sie vielleicht noch mehr dazu gelernt. Also ich fange mal hinten an. Ich habe beim Niederschreiben manches noch einmal gesehen, was mir damals nicht so deutlich war. Ja. Viel, viel deutlicher jetzt. Und vor allem in der Fallgeschichte dieses Jungen, der zum Schluss an AIDS stirbt, den Fall habe ich nie ganz verdaut, weil ich immer Zweifel hatte, ob ich hier ausreichend hilfreich war. Aber zu der Frage, wenn ich als junger Therapeut anfange, dann komme ich natürlich mit hochgespannten, sagen wir, psychoanalytischen Erkenntnissen und deswegen hat man dann seine Supervisionen.
Der Supervisor ist der Dritte im Spiel. Der schaut mit in den Fall hinein und wird seine Erkenntnisse mir mitteilen. Und dadurch lerne ich an jedem Fall erst einmal, bis ich ihn selber machen kann. Und bekomme jedes Mal neue Einsichten. Und so würde ich sagen, jetzt bin ich in wenigen Tagen 78. Jetzt weiß ich als am meisten als Psychoanalytiker. Aber jetzt werde ich bald abtreten. Ne? Das ist eben so, dass man zum Schluss vielleicht am meisten versteht und weiß, ich bin deswegen immer noch gefragter Supervisor. Habe ich Ihre Frage beantwortet? Das ist perfekt, vielen Dank. Ich habe leider nur noch zwei Fragen. Ich würde Ihnen gerne noch viel, viel mehr stellen. Verhaltensauffällige Kinder und Jugendliche haben es nicht leicht, wenn ihre Mitmenschen, denen sie begegnen, sie nicht verstehen. Führt unsere gesellschaftliche Entwicklung, der immer stärkere Internetkonsum, zu mehr Isolierung der Jugendlichen und zu einer Steigerung der Verhaltensauffälligkeiten? Ja, also eindeutig ja zu sagen. Das fängt schon in der frühen Kindheit an, dass im Grunde genommen eine Fantasie entwickelt sich in Abwesenheit. Also wenn die Mutter Abwesenheit, muss ich nachdenken drüber, kommt die wieder? Ich habe Angst, sie kommt nicht wieder. Es entwickeln sich Fantasien. Wenn ich immer einen Laptop habe oder ein Handy, ist niemand mehr abwesend. Können auch keine Fantasien entstehen. Das ist schon mal die erste Störung. Die zweite ist, dass sich Fantasie im Dialog entwickelt. Der Computer ist kein Dialogpartner. Der macht ja immer, was ich will. Und so kann ich bei jedem Spiel den Computer überlisten. Also, und es geht weiter und weiter. Und dann kommt noch hinzu, dass Jungen zum Beispiel viel anfälliger sind für Abhängigkeiten von Digitalen. Also wir haben heute eine große Anzahl von Abhängigen und ich habe gestern gelesen, 75% mehr ist es während Corona-Zeit. Mhm. Das heißt, ich sehe hier in den Medien eine Gefahr und in den gewalttätigen Medien eine ganz große Gefahr. Und wir müssen daran denken, dass alle Attentäter heftige Gewaltspiele gemacht haben. Und der letzte von Halle das Ganze sogar angelegt hat, wie ein Medienspiel. Mhm. Also bis so Extreme geht's. Aber die Internetabhängigkeit oder sagen wir mal Medienabhängigkeit ist eine große Gefahr. Mhm. Ursachen der Ängste und von Problemen von verhaltensauffälligen Kindern und Jugendlichen liegen, das haben wir ja schon besprochen, oft im Bereich der familiären Herkunft. Fehlende Zuneigung als Verhalten ist also oft ein Hilferuf, der manchmal oder von den Eltern und von dem Umfeld nicht verstanden wird. Ja, das ist richtig so. Aber trotzdem müssen Eltern eben die erste Hilfe anbieten können. Die müssen erkennen, oft werden sie da unterstützt in guter Weise von den Schulen, dass der Lehrer sagt, das Kind sitzt so verträumt da oder der Junge ist plötzlich, der kaspert nur noch vor. Was ist denn los in der Familie? Und dann stellt die Mutter fest, ach, wir haben Trennungsabsichten und oder es kommt ein Geschwisterchen, was nicht besprochen. Also alles erstmal im einfachen Feld. Aber oft sind es eben ganz massive Konfliktbereiche aus der frühen Kindheit. Und ich habe natürlich über sehr schwerwiegende geschrieben, unter anderem zum Beispiel dieses Kind, das verhungert ist und wo die beiden anderen Kinder dann bei uns im Heim waren. So schockierend manche ihrer Berichte auch sind und trotz mancher schmerzhaften Niederlagen und Misserfolge, die gar nicht ausbleiben können, habe ich im Lesebericht geschrieben, vermittelt Ihr Buch trotzdem Hoffnung und Zuversicht. Ist das auch in Ihrer Intention so richtig? Ja. Ich wollte vor allem aufzeigen, wie hilfreich gute Psychoanalysen sind. Und die sind nicht alle gut abgelaufen. Aber ich habe immer so den Aspekt drin, was vielleicht hilfreich gewesen ist und was noch hilfreicher werden könnte. Ich glaube, die psychoanalytische Therapie
ist eine hilfreiche Therapie, die viele Störungen bei Kindern auffangen kann. Und vielleicht beispielsweise bei den unruhigen Kindern, die ganz schnell die Schublade ADHS bekommen, dass wir nicht nur Medikamente geben sollten, sondern immer die Seele des Kindes sehen sollten und berücksichtigen sollten. Ja, ich habe noch vergessen zu erwähnen, dass es ja unser drittes Videogespräch ist. Hinter mir im Regal steht das Buch über die Migrantenkinder und das wunderbare Buch über die Psychoanalyse, über die Psychologie des Jungen, über die wir ja auch Videogespräche geführt haben, genau. Auf die ich im Artikel, der zu diesem Video gehört, hinweisen werde. Herr Hopf, wer soll Ihr Buch eigentlich lesen, die Abgründe? Bei wem sehen Sie es am liebsten? Bei vielen Eltern und vielleicht bei vielen unempathischen Eltern, dass ihnen vielleicht ein anderer Blick gelingt auf ihre Kinder. Aber ich fürchte, die werden es nicht unbedingt kaufen, aber vielleicht doch mal geschenkt kriegen. Ich habe gedacht, es sollten alle lesen, die überhaupt mit Beziehungen zu tun haben. Und das hoffen wir ja von jedem Menschen. Ich habe ja erwähnt, dass ich dieses Buch gelesen habe und kurz darauf ein anderes, ein richtiges Lehrbuch, ein kompliziertes Lehrbuch lesen musste. Ja. Und dabei habe ich gemerkt, was das für eine gute Grundlage ist. Eben aufgrund des Registers dieses virtuellen Lehrbuches, was in diesem Buch enthalten ist. Das hat mich ganz besonders interessiert. Ja, Herr Wittmann, ich danke Ihnen, dass Sie das so gesehen haben und so geschrieben haben. Herzlichen Dank, Herr Hopf. Vielen Dank und eine gute Zeit. Gute Zeit, Dankeschön. Ja. Wiedersehen. Wiedersehen, das halte ich jetzt. Wer steigt denn aus von uns zwei?